Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3, den Remake. Ja, dummerweise, ich habe den Boss im letzten Part eigentlich schon rein theoretisch besiegt. Hab hier jetzt noch die ganzen Muni aus dem Versteck geholt. Wobei, fehlen ja da nicht die Brandgranaten. Oder waren das irgendwie nur die? Komm schon! Oh, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall haben wir es dadurch geschafft, den Boss zu besiegen. Leider ist die Aufnahme mal wieder abgestürzt, deswegen mache ich das für euch nochmal. Ciao. Stopp. Stopp. Alter, könntest du mal aufhören, mich zu schlagen? Man schlägt keine Frauen. Komm. Stirb. Auf. Komm her. So. Komm. Geh doch drauf. Ah, jetzt läuft er da übers Dach. Ja, zumindest jetzt. Vorher vielleicht nicht, jetzt ja. Damit kombinieren, so. Aber noch habe ich keine Granaten aufgesammelt. Naja. Komm. Ey, lass das. Freundchen. Gibt's noch Ärger mit mir? Komm. Haha, daneben, daneben. Haha. Ja, die Frage ist noch wie. Komm her. Alter, nein. Hör auf mich zu schlagen. Komm, geh drauf. Nein. Lass. Alter. Anhalten bringen. Ja, ich weiß.
Komm, komm. Nein. Bahnhof. Naja, noch geht. Komm her. Komm, stirb. Ja, deswegen warten wir auch, dass er anhält. Ja, noch ist die Tür nicht offen. Die öffnet er aber noch. Die hier auch, oder? Ja. Komm. Alter. Ja. Das heißt, Break. Alter. Ganz am Schluss, das heißt, Break. Okay. Noch. Noch geht's. Komm. Geh drauf. Okay. Jetzt aber. Ja, flott. Also langsam solltest du da auch mal die Türen öffnen. Ich muss ihn zum Anhalten bringen. Ja, so langsam sollte ja mal hier die zwei Sachen hier öffnen. Alter! Nein! Jetzt sind wir tot. Weil wir die Granaten nicht bekommen haben. Damit das. Solche Scheiße. Der muss doch irgendwann mal die zwei Türen da öffnen, damit wir an die Granaten verkommen. Komm schon! Komm her. Stirb. Stirb. Nein. Und jetzt werden wir weg hier. Komm her. Dankeschön. Kann ich noch nicht nehmen wegen etwas. Ach ja, wahrscheinlich. Nein. Kann ich dann erstmal das hier kombinieren damit? Na, so ein paar konnte ich nehmen. So, mal gucken. Ah, jetzt hat er die Tür diesmal geöffnet, oder?
Ah ja, den habe ich schon rausgenommen. Ah, jetzt hat er da geöffnet. Nein, lass mich los. Lass es. Ich bin kein Essen. Nein. Bastard. Gemein. So, mal gucken. Jetzt nehme ich das hier. Hier liegt ja immer noch irgendwas. Ach ja. Ja, das war jetzt alles, okay. Das heißt, ich habe jetzt auch nur noch die 4 Schuss, die ich hier drin habe, ne? Ja. Mal gucken. Nachladen. Komm her. Alter. Was hat der denn für ein Problem? Komm. Was ist dein Problem? Die Bewegung ist ja zu schwer zu treffen. Ja, ich weiß. Keine Granaten mehr. Eben war es noch so gut. Warum musste die Aufnahme nur abbrechen? Wir haben es doch geschafft gehabt. Naja, egal. Für euch werde ich das natürlich nochmal machen. Auch wenn wir hier jetzt wieder 20 Jahre dran hängen. Komm her. Okay. Sicher. Jetzt müssen wir das erstmal nehmen. Komm her. Was? Wir haben es geschafft? Okay, dann mal los. Verrecke!
Carlos, bist du noch da? Ach, komm schon, du gibst jetzt den Geist auf? Verdammt nochmal. Jill, du bist die Beste. Wo hast du denn bitte die letzten drei Granaten? Ich hatte ja keine Granatwerfermunition mehr. Wo hast du denn die hergezaubert, als du ihn den Gar ausgemacht hast? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Aber wir haben es geschafft. Und wir müssen ausgerechnet da, wo er liegt, durch dieses Tor. Ah ja, war ja klar. Oh. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Erfolg, mir geht's nicht so gut. Ja, sehr schön. Jill! Hey, sag doch was. Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Bart sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Superkopf. Das wird schon. Werde ich, Jill. Ich hole dir diesen Impfstoff. Du wirst schon wieder. Versprochen. Ah ja, wir müssen jetzt den Impfstoff finden und gliedern. Okay, erstmal speichern. Wer hätte das gedacht, hier im... dass Jill jetzt infiziert wird. Der hat seinen Stachel geschossen und ich hätte nie damit gerechnet, aber stimmt ja. Aber damit beende ich den Part erstmal. Wir sehen im nächsten Part weiter, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich drück dir die Daumen, Jill. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Resident Evil Remake 3.